Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Kosmeterie-Adventskalender. Das ist eigentlich so ein relativ unbekannter, aber ich glaube, der hat ein bisschen was drauf. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet gerade 109,99 € und soll Produkte im Warenwert von über 350 Euro beinhalten. Bin sehr gespannt drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich finde ihn wunderschön in seinem Design. Ich mag gerne dieses Mintgrüne, das sieht schon schön aus, ne? Mag ich wirklich. Und genau. Die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place hat sich den genauso zackig bestellt wie ich und die stellt ihn jetzt auch gerade vor. Für eine zweite Meinung schaut gerne nach diesem Video bei ihrem Video vorbei. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Wir haben hier auf den Kläppchen oder auf den Boxen vielmehr kein Branding, sodass man das auch super gut weiterverwenden kann. Gut, so ein bisschen Kosmeterie steht da drauf, aber ich glaube, das kriegen wir hier hin. Am 1. Dezember starten wir mit Valuyes Dusk Till Dawn, ein Sample Set Eau de Parfum. Ja, es ist ein Sample Set, aber wir haben hier 2x2 Milliliter drin enthalten von Nischendüften. Und da kommt man gar nicht so leicht dran, ne? Und deswegen finde ich das schön, da sind zwei verschiedene drin. Einmal 8 AM und 8 PM. Ich meine, die habe ich schon. Da muss ich nochmal gucken. Ich meine, das sind nämlich wirklich ja einer für den Morgen und einer für den Abend, wie der Name ja schon sagt quasi. Ich lasse es ja zu, weil das werde ich dann natürlich auch demnächst weitergeben. Ich blende euch dazu aber super gerne mal die Duftnoten ein. Genau, und ich meine, dass ich sie da hatte und jetzt nicht so hart gefeiert habe, als dass ich sie jetzt komplett aufbrauchen möchte oder so. Am 2. Dezember haben wir etwas Leichteres drin enthalten, und zwar eine Tube. Das ist von Origins. Das siehst du auch nicht mehr so häufig in Adventskalendern, ne? Checks and Balances Frothy Face Wash. Das sind 15 Milliliter. Finde ich schön. Also Origins ist eine Marke, die habe ich, ich würde mal sagen, so zum Anfang meiner YouTube-Zeit echt häufig hier gesehen, ne? Dass die auch immer wieder vorgestellt wurde. Da war doch irgendwie diese orangene Creme total im Hype. Und eine Gesichtsreinigung kann man immer gut gebrauchen, finde ich klasse. Perfektes Produkt für eine Nummer 2, würde ich sagen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Die ist groß und es hört sich rappelig hier drin an. Auch hier ist eine Tube drin enthalten von Rahua. Also wir haben hier wirklich abgefahrene Marken bislang, muss ich ehrlich sagen. Scalp Exfoliating Shampoo Rainforest Grown. Das ist interessant. Mit Therapeutic Star Anise. Okay, mit Sternenanis. Okay, das ist weihnachtlich. 22 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich persönlich mache auch so einmal pro Woche oder alle 2 Wochen mal ein Kopfhautpeeling und das tut meiner Kopfhaut auch wirklich gut. Ob ich da jetzt mit Sternenanis dran möchte, das muss ich echt mal gucken. Ich glaube, das wird echt krass. Cool Rinse to Finish ist sowieso immer eine Sache. Das möchte ich euch an dieser Stelle auch nochmal empfehlen. Immer wenn ich mich dusche, dusche ich mich danach halt wirklich vor allem die Haare richtig kalt ab. Das tut denen einfach gut. Kann ich nur empfehlen. Hier haben wir die Nummer 4. Oh nein. Wenn es so rappelt, dann befürchte ich Nahrungsergänzungsmittel. Mimitika. Was ist das denn? Mit irgendwas mit Sonne. Missing Sun. Anti-Grease-Mean. Anti-Dullness. Vitality Booster. Und hier sind 60 Tage drin. 60 Tage, 60 Kapseln drin. Okay, es ist Vitamin D3. Vitamin D3 kann man gut gebrauchen. Ansonsten ist hier nichts Verrücktes drin. Vitamin A hast du hier auch mit drin enthalten. Trotzdem, also bei Nahrungsergänzungsmitteln bin ich eher so ein Fan davon, dass man halt selber für sich herausfinden lässt, beim Arzt zum Beispiel. Welche Sachen brauche ich, ne? Sich dementsprechend die Sachen auch dosiert und die dann auch konsumiert. Nicht einfach so random. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde es halt nehmen. Ich werde mich im Vorfeld informieren, was da alles so drin ist und so. In welcher Konzentration und so. Denn normalerweise sollst du D3 ja mit K2 nehmen und so weiter und so fort. Hier ist auch Kupfer mit dabei. Ja, da muss man dann halt einfach mal gucken, ne? Der 5. Dezember, ein Tag von Nikolaus, enthält 2 Produkte. Das entschädigt doch so ein bisschen. Das ist von Peter Thomas Roth. Einmal das Firmex Peeling Gel. Genau, da sind 15 Milliliter drin. Ich meine, immer wieder bin ich da so ein bisschen am Struggeln. Aber ich meine, dass das ein bisschen auf enzymatischer Basis war. Ich weiß es bislang immer noch nicht. Ich sollte es echt mal ausprobieren. 15 Milliliter sind hier drin. Und eine Maske, die ich auch toll finde, die ich auch schon öfters verwendet habe, die man auch super verwenden kann, nachdem man sich gepeelt hat zum Beispiel, weil die schön kühlt, ne? Das ist die Cucumber Gel Mask.
Extreme Detox Hydrator, genau, denn die gibt Feuchtigkeit, die beruhigt und so weiter, halt mit dieser Gurkengeschichte. 14 Milliliter haben wir hier drin und die mag ich gerne leiden. Schön, das mag ich, das finde ich gut. Weiter geht's. Bitte ohne weitere Nahrungsergänzungsmittel. Der 6. Dezember ist Nikolaus und hier ist, glaube ich, was Größeres drin. Auf jeden Fall eine Tube Everyday Polisher, ein Body Scrub Antioxidizing von Bodyologist. Okay, 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Das ist auf jeden Fall richtig nice und kann man definitiv gebrauchen, ne, dass man seinen Körper peelt. Mache ich zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und ich persönlich finde einfach, dass es hilft, weil du damit die toten, abgestorbenen Hautschüppchen halt wegmachen kannst und der Haut bei dem Regenerationsprozess hilft, ne? Finde ich gut. Der 7. Dezember, also die Kläppchen sind, ich glaube, an sich alle relativ leicht, aber ich glaube, das, was drin ist, hat es in sich. Das hier ist nochmal schön eingepackt. Ich würde jetzt einfach mal ganz stark vermuten, dass die liebe Nicole jetzt so ein kleines bisschen sich freut. Die Nummer 16, Jardin Vertical Parfum, hier sind wahrscheinlich 10 Milliliter oder so drin, von Frau Tonis in Berlin. Frau Tonis. Was haben sie denn hier für mich? Aber normalerweise hast du hier immer so 7,5 oder 10 Milliliter drin. Das werde ich nochmal recherchieren. Das ist halt einfach so eine Fiole, ne? Ich glaube, das ist ein Duft, der mir nicht so gut gefallen wird. Hier muss ich mir nochmal die Duftkomponenten durchlesen, bevor ich das jetzt sprühe. Weil wenn ich das sprühe, kann ich das schlecht an euch weitergeben. Ich glaube, das ist ein eher zitrischer Duft, der aber auch irgendwie sowas Chemisches mit dabei hat. Ne? Da gibt es ja dieses Iso-I-Super oder sowas in der Art. Das riecht nicht nach etwas, was ich gerne mag, glaube ich. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Nuori Vital Foaming Cleanser. Oh, Revitalizing and Smoothing. Fruit-Enzym-Komplex. Also hier hast du mit Enzymen das Ganze. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Das heißt, es ist so ein leichtes Peeling, ein leichter Peeling-Effekt durch die Fruchtenzyme, kann man definitiv machen. Ne? Also das ist etwas, was ich dann wahrscheinlich eher abends verwenden würde, als zweiten Schritt vom Double Cleansing. Finde ich interessant, denn wir hatten ja schon Reiniger mit dabei. Das Gesicht wird sauber. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas etwas Leichteres freuen. Das ist eine Tube, die hier drin ist von Bondi Sands. Oh, schöne Originalgröße. Lip Balm mit Lichtschutzfaktor 50+, in der Geruchsrichtung Toasted Coconut läuft. Aber finde ich schön. 10 Gramm haben wir hier drin enthalten. Ich finde es immer nice, wenn Adventskalenderfirmen oder Adventskalenderpacker darauf achten, dass wir halt auch im Winter Lichtschutzfaktor tragen können und sollten. Einfach, manche fahren Ski, manche sind einfach generell viel draußen und die Sonne scheint ja trotzdem. Und dementsprechend ist das einfach nochmal so ein kleiner Reminder und ich finde es sehr, sehr charmant. Toasted Coconut ist natürlich eine sehr witzige Duftrichtung, halt Richtung Winter und Weihnachten, aber irgendwie trotzdem süß und charmant. In der Nummer 10 darf es mit irgendwas Rollendem weitergehen. Ah, das ist auch so ein Klassiker. Und zwar ist es diese Egyptian Magic All-Purpose Skin Cream. Die, weiß ich nicht, habe ich schon in Adventskalendern oder in irgendwas drin gehabt. 7,5 Milliliter sind hier drin. Seitdem ich YouTube mache, und das ist ja echt schon 6 Jahre lang, ne? Ist, glaube ich, ein relativ OG-Produkt, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also das hat man immer mal wieder irgendwie in der Hand, aber es funktioniert halt auch immer recht gut. Habe ich auch schon ein, zwei Mal aufgebraucht. Das ist sehr fest von der Konsistenz. Das verwendest du aber auch wirklich nur punktuell, wenn du irgendwo halt super trockene Stellen hast oder ne, irgendwas, was so ein bisschen wund ist. Das funktioniert eigentlich ganz gut und das gibt wirklich eine kleine Magie. Die erste Schnapszahl, der 11. Dezember, fühlt sich jetzt mal ein bisschen schwerer an. Mal gucken, was er so kann. Och, guck mal. Paula's Choice. Das ist aber ein Produkt, was jetzt nicht dieses klassische BHA Exfoliant ist, sondern das Exfoliate Skin Perfecting mit 6% Mandelsäure und 2% Milchsäure. Das ist ein AHA-Komplex, genau, 88 Milliliter. Das ist jetzt mehr so Richtung Slow Aging gedacht, ne? Und weniger Richtung unreine Haut. Und auch nicht so, dass es einen krass an die leichte Peeling-Sache so ranführt. Bei Paula's Choice steht zwar immer drauf, dass man das Ganze drauflassen kann. Ich persönlich würde empfehlen, wenn ihr wirklich eine sehr sensible Haut habt, so wie ich zum Beispiel, euch da vorsichtig ranzutasten und dann vielleicht erstmal eine Minute draufzulassen, runterzuwaschen, 2 Minuten drauflassen, runterwaschen. Beobachtet eure Haut. Ich habe hier mal ein Video zu Peelings gedreht, da erzähle ich ein bisschen mehr zu.
Ich persönlich bin halt ein Mega-Fan von den Dalton-Peelings. Da könnt ihr auch gerade mit Super Claudi 20% sparen, wenn ihr möchtet, weil ich da einfach auch sehr, sehr gut mit zurechtkomme. Hier von Paula's Choice habe ich das hier zum Beispiel noch nicht ausprobiert, aber ich möchte es ganz gerne mal ausprobieren. Halbzeit, die Nummer 12, halte ich jetzt hier in meinen Händen. Mal gucken, wird sie das Blatt wenden. Ein Eau de Parfum, auch da wieder ein Jubelschrei von Nicole. Ein, Ambre Kanjar Unuit Nomad. Ich glaube, das hatten wir irgendwo anders schon drin. Einen, ja, hatten wir. 10 Milliliter sind hier drin. Ich glaube, das hatten wir in dem Divine Curve Adventskalender, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ich meine schon, dass ich das da schon mal nämlich mit der Nacht in der Normandie irgendwie hatte. Finde ich sehr interessant. Und es kommt mir bekannt vor. Es riecht irre gut. Dieses Würzige, das hat wirklich was von Zimt mit dabei. Ne? Also ich muss das nochmal gucken, aber ich meine, wie gesagt, dass ich das schon mal dieses Jahr in den Händen gehalten habe. Die zweite Halbzeit wird eröffnet vom 13. Dezember. Und hier haben wir auch wieder eine Tube drin enthalten. Da werden die Haare gepflegt mit Aveda Nutri Plenish, eine Treatment-Maske, Light Moisture Hydration. Das ist natürlich schön. 25 Milliliter sind hier drin. Ja. Aveda hat eine wunderschöne Haarpflege, muss ich wirklich sagen. Ich kenne tatsächlich auch die grüne Reihe sehr gut. Sind doch die, ja, das ist die grüne Reihe, ne? Genau. Und die rote Reihe oder diese peachfarbene Reihe, Koralle-Reihe, muss ich noch mal ein bisschen intensiver testen. Aber ich glaube, ich kann die ganz gut gebrauchen. 2 bis 5 Minuten lässt du das nämlich nur drin und das finde ich sehr schön. Der 14. Dezember. Oh, Yflom. Okay, hier haben wir etwas sehr Hochpreisiges drin enthalten. Und zwar ist das dieser Cleanser mit 20 Millilitern und das dazu passende Tuch. Ne? Kann man super beim Double Cleansing anwenden. Also, dass man quasi erst mit dem Cleanser das Make-up aufbricht und dort schon mal die Vorreinigung stattfinden lässt. Und dann das Ganze mit zum Beispiel diesem Reiniger, mit so einem wasserbasierten Reiniger nochmal runterwaschen kann. Und dadurch dann die Haut nochmal so richtig reinigt und auch das Öl dann runternimmt, was hier so drin ist. Ich finde es schön, ne? Mag ich. Oh, die Nummer 15, Leute. Die fühlt sich schwer an. Da bin ich gespannt drauf. Hä? Okay, oh, das sieht, dem geht es nicht ganz so gut, okay, das weiß ich nicht, ne, ob das so muss, aber das ist hier an der Seite leider etwas dreckig geworden. Bad Head TG, 125 Milliliter Small Talk Thickening Cream, das ist wahrscheinlich ein Leave-In, genau, das machst du in nasses Haar und das kannst du dann entsprechend föhnen, jo. Und dann soll das Ganze wunderschön sein und Volumen geben. Es sieht wunderschön aus. Ein bisschen schade, dass meine Verpackung hier so ein bisschen angefressen ist, sage ich jetzt mal dazu. Aber ich glaube, das ist ein schönes Produkt. Das hat ein bisschen was so von so einer Tannebaumkugel, ne? Der 16. Dezember. Hier haben wir was drin enthalten von Nazifik. Es ist klar, dass ich euch hier oben was verlinken muss. Ja. Uyu Cream Ampoule Yeyu Milk Extract Moisturizing. 20 Milliliter sind hier drin. Ich weiß nicht, ist das K-Beauty? Sieht optisch auf jeden Fall so aus von außen, aber ich habe jetzt hier nicht irgendwelche Indizien, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ja, das ist jetzt auch noch komplett hier verschweißt. Das lasse ich auch mal zu. Hier oben steht es, ne? Ja, das ist tatsächlich auch ein koreanisches Beauty-Produkt. Finde ich interessant. Und wir hatten noch gar kein Serum. Das ist unser erstes Serum. Schön. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier einen sehr leichten 17. Dezember drin enthalten. Und hier haben wir, Augenpatches drin. Patchology Flash Patch Rejuvenating Eye Gels. Mhm. Das ist halt ein Paar und die hatten wir auch vor einiger Zeit immer mal wieder in Adventskalendern drin. Huch, ich glaube in irgendeinem Sephora Adventskalender hatte ich die auch mal drin enthalten, habe die auch mal angewendet. Fand ich ganz okay, ne? Und ja, also das sind einfach mit Centella Asiatica und Panthenol. Ja, ganz schön beruhigende Augenpatches. Die kann ich morgens ganz gut gebrauchen, glaube ich. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember. Hier habe ich eine kleine Tüte, eine wirklich kleine Tube drin. Und hier ist eine Handcreme drin enthalten. Rudolf Care. Das haben die wahrscheinlich mit reingepackt wegen Rudolf. Ne? Das passt natürlich in einen Adventskalender. Es ist süß. Eine Handcreme Nourishing Treatment for Dry Hands. 10 Milliliter ist sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Also eine Handcreme in einem Kosmetik-Adventskalender ist mega gut, aber 10 Milliliter ist wirklich sehr, sehr süß, ne? Der 19. Dezember fühlt sich auch echt leicht an. Mal gucken.
Aber jetzt, also es wird wieder so klein gerade, ne? Also ich weiß nicht. Zwischenzeitlich hat der Adventskalender sich überlegt, okay, wir gönnen mal, aber jetzt wird es wieder so klein. Von Ponyhütchen oder Ponyhütchen eine Deo-Creme Fresh and Fruity Mandarin oder Mandarine. Das ist natürlich auch wieder von der Duftrichtung her super toll passend für einen Adventskalender. 5 Milliliter ist aber für einen Adventskalender, für den ich 109,90 Euro bezahle. Ein bisschen wenig, meine Freunde. Wirkt zuverlässig und pflegt mit Bio-Shea-Butter und Bio-Kokosöl. Ja, ne? Aber es ist wirklich vor allem, also das ist halt wirklich, als würde ich hier so einen kleinen Polly Pocket Adventskalender auspacken. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich den 20. Dezember. Der ist auch nochmal gut eingepackt. Wisst ihr, was ich toll finden würde? Dekorative Kosmetik. Dr. Toner Lift. Dr. Toner, da ist auch irgendwie die Schrift ein bisschen ab. 5 Milliliter sind hier drin. Das ist ein intensives Anti-Aging-Gesichtsöl mit Q10. Da sind tatsächlich gar nicht so viele Inhaltsstoffe drin. Squalan. Da ist sonst nichts anderes drin. Also hauptsächlich hast du hier tatsächlich das Squalan drin. Das ist ja die pflanzliche Alternative zu Kollagen, ne? Was ich schön finde, kann man sich dann ganz gut abends auftragen. Wird sicherlich auch einen hohen Wert haben. Der 21. Dezember darf uns jetzt hoffentlich wieder auf eine höhere Ebene heben. Ich kriege meine dekorative Kosmetik. Und zwar habe ich hier von Und Gretel Look Creme Eisstick. In der Farbe 2 Sapphire. Ist das wirklich ein blauer? Ich muss mal recherchieren, wie viel Gramm hier drin enthalten sind. Das sieht man so nicht, ne? Es scheint, also es sieht ganz hübsch aus, ne? Aber es scheint halt wirklich blaugleich zu sein. Ich glaube, das ist eine Originalgröße. Mutig, was ich persönlich ja immer begrüße. Das ist mal was anderes. Der hat sogar Schimmer mit drin. Der 22. Dezember ist die zweite und letzte Schnapszahl. Der ist schon mal richtig schön schwer, aber halt auch nicht komplett gefüllt, ne? Omorovice haben wir hier drin aus Budapest. Das ist eine ungarische Marke. Queen of Hungary Mist. Ich glaube, das hatte ich schon mal. 30 Milliliter sind hier drin. Das hatten wir, glaube ich, mal irgendwo, entweder in der Glossy Box oder im Look Fantastic Adventskalender oder so drin enthalten. Und das ist wohl irgendwas, was du dir halt quasi in dein Gesicht geben kannst, weil das hat ungarisches Thermalwasser mit drin, was dann im Prinzip wie so eine Art Toner wirken soll. Super hochwertig, das Schätzelein. Also wirklich super, super krasses Pferd. Wir haben hier ein Milchglas hier unten, ne? Das ist mit einem Sprüher unterwegs. Und ich glaube, ich würde es mir aber trotzdem erstmal so in die Handinnenflächen geben und dann so aufs Gesicht verteilen, auf dem Gesicht verteilen. Muss ich auf jeden Fall mal wieder ausprobieren. Also ein Toner in so einem Adventskalender, in so einem Preissegment, auf so einer, also das, vielleicht haut der Adventskalender jetzt nochmal bis zum Ende hin richtig einen raus. Ich würde mich freuen. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember und hier sind zwei Produkte drin enthalten. Zum einen haben wir hier eine Tube von NYX, den Die Creme Fresh. Da muss ich immer was zu essen denken, aber die haben extra De Beauté darunter geschrieben mit 15 Millilitern. Es ist eine Moisturizing Plumping Cream, die 48 Stunden verwendet werden kann oder 48 Stunden ihre Pflegewirkung entfalten kann. Finde ich gut. Wir haben, glaube ich, bislang auch noch keine Gesichtscreme hier drin gehabt. Nö. Deswegen, schön, dass es hier nochmal einen Tag vor Heiligabend zu finden ist. Und dann haben wir hier natürlich von NYX, wer hätte das gedacht, ein sehr klassisches Produkt drin enthalten, das Oui Prodigieuse. Das ist mit 10 Millilitern, müsste das sein, genau, für Gesicht, Haare und Körper gedacht. Ich persönlich kann es nicht im Gesicht tragen und ich kann es auch, also wegen den viel zu hoch dosierten Parfümstoffen nicht im Gesicht, in den Haaren kann ich es nicht so gut haben, weil mir das zu fettig ist. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Aber am Körper, da ist es super. Genau, ja, ein klassisches Produkt, was hier mit drin ist. Ist schön, dass die beiden zusammengehalten haben in der Nummer 23. Aber Leute, die Nummer 24, die muss jetzt richtig ein Banger sein, oder? Also sie fühlt sich jetzt nicht ultra krass an. Also wir haben einen Pinsel, einen Mini-Brush von Sigma, die E30 hier drin. Die, also finde ich schön. Ne? Das ist ein Point-Brush, sage ich jetzt einfach mal. Da kann man sehr präzise mit dem Innenwinkel arbeiten oder auch hier am unteren Wimpernkranz. Das ist schon mal schön. Kann man definitiv machen. Ne? Und dann haben wir hier noch was drin von Kevin O'Quinn. Das ist natürlich richtig crazy. Die Indecent Mascara mit 4 Millilitern. Das wird keine Originalgröße sein, das glaube ich nicht. Okay, also ich meine, dass ich die auch schon mal irgendwo gesehen habe, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob mich meine Erinnerung
trügt. Oh, das ist natürlich super. Wir haben, darüber freue ich mich immer. Wir haben ein tannenbaumförmiges Faserbürstchen. Ich persönlich finde, dass sowas einfach in einen Adventskalender richtig gut reinpasst. Was ich hier bei dem Bürstchen sehe, ist, dass die Mascara doch schon relativ trocken ist. Riecht soweit nach nichts, ne? Also ich hoffe, dass sie jetzt nicht irgendwie super alt ist oder so. Das würde mich jetzt ziemlich ärgern. Denn ansonsten ist es ein richtig cooles Nummer 24 Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier haben wir einmal den kompletten Adventskalender ausgepackt. Also, wir haben einen abwechslungsreichen Inhalt hier drin. Ja, wir haben hier nicht zu viel von einer Sorte. Wir haben aber auch teilweise sehr, 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 sehr kleine Größen hier drin, wo man sich denkt, warum, ne? Und dann kommt halt irgendwie eine Full-Size von oder ne, sowas halt hier um die Ecke, was dann wahrscheinlich auch einen sehr hohen Wert haben wird. Trotzdem finde ich persönlich, hat man hier bei dem Auspacken nicht so dieses Wuhu-Effekt, ne, Gefühl, was man halt so bei einem 110-Euro-Adventskalender sich so vorstellt. Wenn ich den zum Beispiel auch vergleiche, für mich ganz persönlich, mit dem von Look Fantastic, der ja 120 Euro kostet zum Beispiel, würde ich persönlich auch eher den von Look Fantastic empfehlen. Hier hast du natürlich auch ein paar Parfüms mit dabei, ein paar Düfte. Hier hast du auch die Mascara, die ich beim Look Fantastic vermisst habe. Aber irgendwie fühlt er sich nicht so an, als würde ich hier einen richtig geilen Deal machen. Wisst ihr, was ich meine? Kommt vielleicht, wenn man die Produkte anwendet und merkt, wie geil die vielleicht sind. Das muss man herausfinden. Aber das war nur meine Meinung. Schreibt mir gerne eure in die Kommentare, dass wir uns darüber mal austauschen können. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.